Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal an der Irish Pride Werft stehen geblieben, nachdem wir uns in der letzten Folge drüben in Country Crossing um die Siedlung gekümmert haben und eine weitere Versorgungsroute eingerichtet haben. Bin ja mal gespannt, ob wir unseren Versorger irgendwo sehen, denn wir wollen ja auf jeden Fall in Richtung Tuffington Bootshaus, aber die Werft ist schon recht interessant, also werden wir uns die auf jeden Fall mal anschauen gehen. Wir hatten hier auch am Ufer liegend jemanden entdeckt. Werden wir auf jeden Fall uns mal anschauen gehen. So, jetzt schauen wir erstmal hier in den Verschlag rein. Hier waren wir ja am Ende der vorletzten Folge schon. Hier ist noch der Blutkäfer. Schauen wir mal, ob wir irgendwas übersehen haben. Ah, wir hatten ja volle Taschen. Hier ist auf jeden Fall eine Sicherung. Ja, wir hatten ja volle Taschen und mussten uns ja erstmal quasi entladen gehen. So, schauen wir mal ganz kurz. Da drüben scheint eine Tür zu sein. Mal sehen, ob wir da reinkommen oder ob das hier nichts wird. Nee, da können wir auf jeden Fall rein. Sehr schön. Gut, dann würde ich aber sagen, wir schauen uns erstmal hier drüben um. Hier ist schließlich noch ja, ein großer Schuppen, große Lagerhalle, so wie es aussieht. Schauen wir mal da rein. Okay, da vorne ist auch eine Power-Rüstungsstation. Hier haben wir ein bisschen was wir einsammeln können. Schraubenzieher, Benutzerölkanister. Okay, gucken wir mal, ob wir noch was anderes entdecken können. Hier scheint es aber nicht wirklich viel zu geben, wenn ich mir dazu angucke. In der Power-Rüstungsstation ist so leider keine Power-Rüstung. Ah, gut, das wäre auch ein bisschen inflationär, wenn wir jetzt schon wieder eine finden. Und da vorne haben wir einen Blutkäfer. Oh, auch schon erledigt, sehr schön. Gut, ja, gut, wir hatten ja schon den Blutkäfer hier auch gefunden. Aber vielleicht sind hier noch mehr hier. Da definitiv hier ist noch was zu hören. Da drüben kommt noch einer. Und da ist der auch schon erledigt, sehr schön. So, jetzt haben wir hier noch ein Sturmfeuerzeug und Sicherung im Schrank. Und dann nehmen wir uns mal hier das Fleisch von den Blutkäferjungtieren mit. So, eingesteckt, sehr schön. So, aber viel gibt es hier offensichtlich nicht, ne. So, na, gucken wir mal weiter. Hier vorne ist noch ein Boot und hier kriegen wir nochmal einen wunderschönen Blick über den Fluss rüber zum AADTSL-Regionalbüro. Nochmal ein bisschen in dichter als beim letzten Mal. So, hier haben wir noch ein Boot. Da unten scheint aber was zu sein. Genau, da ist noch ein Kronkorkenvorrat, wenn ich das richtig sehe. Dann sollten wir mal da auf das Boot. So, das hat erstmal geklappt, sehr schön. Und dann nehmen wir uns den mal mit. 21 Kronkorken, das ist nett. Und jetzt ist hier Plätschern zu hören. Ich denke mal, Dogmeat ist irgendwo ins Wasser gesprungen. Mal sehen, ob wir den irgendwo finden können. Ne, naja, egal. So, jetzt kommen wir hier nicht wieder. Da oben ist er. Okay, dann plätschert hier irgendwann an. Oder dann ist das vielleicht ein Meierlurk. Naja, gut. So, Dogmeat ist zum Glück oben geblieben. So, ich denke, wir müssen hier irgendwie wieder rüber. Ich sehe keinen anderen Ausgang. Machen wir das mal. Okay, haben wir uns ein bisschen verstrahlt, aber auch kein Problem. So, kommen wir jetzt hier wieder über die Länder. Nicht so wirklich. Nee, okay, das lassen wir mal nicht, dass wir uns da festhaken. Da frage ich immer noch so ein bisschen Bedenken, dass sowas vielleicht irgendwann mal passiert. Ja, und wir irgendwo denn doch vielleicht feststecken und dann vielleicht die Schnellreise oder so benutzen müssen. Das wäre ja dann quasi komplett mit der Regel gebrochen, die ich für dieses Let's Play aufgestellt habe, keine Schnellreisen zu benutzen. So, jetzt hatten wir hier vorne am Wasser beim letzten Mal, am Ende der letzten Folge noch jemanden gesehen. Würde ich mal sagen, suchen wir den mal, der muss hier vorne wohl sein. Oh, wir haben hier noch irgendwas. Ein weiteres Blutkäferjungtier. Okay, nehmen wir mal das Fleisch und den Rüssel auch noch mit. So, jetzt ging das hier irgendwie runter. Lassen wir uns mal nicht von unserem Plan abbringen. Genau, da liegt ein, ja, ich würde sagen Raider, genau. Mit 3 Schrotpatronen, einer kurzen doppelläufigen Schrotflinte und einer Lederrüstung für den linken Arm. Ich würde sagen, die nehmen wir uns mal mit in der Hoffnung, dass wir eine Rüstungswerkbank finden. Dann können wir nämlich da ein bisschen Leder draus gewinnen. Wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, dass uns Leder fehlt. So, ich glaube, hier draußen sind wir erst einmal fertig. Von hier aus kommen wir wohl auch nicht rein, ne? Hier ist nur ein großes Tor, muss also ein großes Dock da drin sein. Vielleicht kommt man unten reingetaucht, aber das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Die Gefahr, dass wir uns da nur unnötig verstrahlen, ja, die ist recht groß. So, jetzt schauen wir uns mal die Tür an. Bin gespannt, was uns da drin erwartet in der ja, Irish Pride Werft. So, wir haben wohl erstmal das Büro gefunden, so wie das aussieht, oder den Empfangsbereich vielmehr, so wie, ja, wie den Anschein hat. Okay, wir ducken uns mal, wir sind auf jeden Fall versteckt, das heißt, hier scheint erstmal kein Gegner zu sein, das ist erstmal gut, dann können wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen. So, was haben wir hier, eine Schreibmaschine, okay, ein Besen, da ist ein bisschen Holz drin, okay, Knochen der linken Hand, aha.
Und er hat sich vielleicht in dem Verschlag hier oder in dem Abstellraum eingeschlossen gehabt und ist da verstorben, wer weiß. So, wir schauen uns erstmal um, was haben wir hier, ein Schlosserhammer. So, was haben wir noch? Ein abgenutztes Klemmbrett. Haha, und ein Stuhl, auf den wir uns setzen können. Großartig. Nee, wir wollen jetzt nicht warten, wir wollen einfach wieder aufstehen. Sehr schön. Jo, das war das. Wir haben uns mal kurz hingesetzt. So viel Zeit muss sein. Hier haben wir ein abgenutztes Klemmbrett, ein kleiner Bilderrahmen, ein Bleistift, etwas Creme, eine Kochplatte, Kaffeekanne, sehr nett. Was haben wir hier noch? Ein Bourbon. Nee, glaub, den lassen wir mal da. Das muss ja nicht sein. Wiegt eh nur ein Pfund und wir haben ja uns ja gerade erst von unserer Alkoholsucht befreit. Ja, danke. Also war wirklich echt günstig, dass da der Doktor vorbeigekommen ist und wir das so loswerden konnten und auch noch ja ein Elektrol bei ihm kaufen konnten. So, wir schauen mal weiter. Hier ist auf jeden Fall was zu hören. Das klingt wie Trappelfüße. Ja, definitiv. Kluppel kommt von hinter der Wand. Ich denke, wir haben Kakerlaken oder sowas. So, hier haben wir aber erstmal ein Büro. Schauen wir uns hier erstmal um. Hier steht ja so einiges. Hier haben wir auf jeden Fall Zuckerbomben, ein Blasradius-Brettspiel, ein Redex, ein Sieb, da ist auf jeden Fall Stahl drin. Dann haben wir da noch Yum-Yum russische Eier, ein Globus, was haben wir noch? Erkennungsmarken. Oh, und ein Dogmeat. Und wir haben Klebeband, schicke Haarbürste, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Da haben wir noch Haarklammern, sehr schön. Drei Haarklammern haben wir wieder gekriegt. So, was haben wir noch? Da oben liegt mal drauf ein Malpinsel und gelbe Farbe. Wir haben noch ein Terminal. Ne, wir haben kein Terminal, das ist nämlich kaputt. Dann haben wir hier noch eine Brotdose mit einer Karotte, das ist ja auch sehr nett. So, dann haben wir hier, glaube ich, in dem Büro, wenn ich das richtig sehe. Ja, da lag noch ein Baseball im Schrank, aber den möchte ich jetzt nicht mitnehmen. So, hier hinten haben wir wohl die Toilette gefunden. Schauen wir mal. Und hier ist ein Erste-Hilfe-Koffer mit einem Stimpak, Redex und aufbereitetem Wasser. Großartig. Haben wir noch was anderes? Oh, hier ist ja noch ein... Oh. Wir machen mal Licht an, dann sieht man ein bisschen mehr. Hier ist ja noch tatsächlich ein Abstellraum. Okay, hier ist noch ein Klemmbrett. Was haben wir noch? Zigarrenkiste, Klebeband. Da haben wir noch Hundefutter. Genau, Hundefutter in der Dose. Machen wir mal die Tür zu. Dann kann man hier noch ein Dit. Nee, wir machen die Tür mal wieder auf. Gehen mal rein und machen dann die Tür nochmal zu. Was haben wir hier noch? Brustkorb und Wirbelsäule und eine Kamera. So, ich glaube, dann haben wir es. Dogmeat, machen wir die Tür nicht auf. Wir wollten uns hier nämlich umgucken. Okay. So. Dann können wir wieder raus. So. So, und jetzt war hier gerade im Hintergrund was zu hören. Und hier haben wir eine Tür. Okay, da brauchen wir tatsächlich den Schlösserknacken für Einsteiger. Gut, das haben wir ja, ja kein Problem. Dann machen wir die Tür mal auf. Mal sehen, wo war da den... Da drüben ist es irgendwo. Sehen. Ne, okay, muss weiter links sein. Auch kein Problem, wir haben ja gerade Haarklammern gefunden. Und da ist die Tür auch schon offen. So, mal sehen. Ja, da ist irgendwas zu erkennen. Da kommt was. Oh, ich glaube, wir haben ein Meierlörg-Schlüpfling gefunden. Genau. Und einmal Meierlörg-Fleisch. Na, großartig. In Ordnung. Dann heißt es, wir werden hier wahrscheinlich noch weitere Meierlörgs finden. Wäre jetzt jedenfalls zu vermuten. Na gut. Wir haben aber erstmal offensichtlich die Küche gefunden. In Ordnung. Hier haben wir einmal Eichhörnchen am Stiel. Und haben wir hier Blasradius-Brettspiel, wieder ein Bourbon, den lassen wir da, eine Mutterbeere, ein Wodka, nee, den lassen wir auch da, Lego ein bisschen, das nehmen wir aber mit. Wir haben schmutziert Wasser, Zuckerbomben, was haben wir da, Dandy Boy Äpfel, eine Nuka-Cola Quantum. Oh, und wenn wir sie nur verkaufen, die bringen ja auf jeden Fall einige an Kronkorken. Wir hatten ja beim letzten Mal auch bei dem Doc gesehen, glaube ich 47 waren es. So, da hinten haben wir eine Tür, hier haben wir nochmal Toiletten, okay. Dann haben wir hier einen Erste-Hilfe-Koffer mit zwei Stimpaks und einem Blutpaket. Sehr schön. Und was haben wir hier auf der Toilette? Ein Pümpel, so wie der aussieht. Jude, nehmen wir den Uno mit. Und was haben wir da? Das sieht aus wie Weißkohl. Na gut, okay. Oh, hier ist was zu hören. Und hier können wir irgendwie durch die Wand schauen. Das ist ja sehr interessant. Da liegt auf jeden Fall ein Boot, würde ich sagen, oder ein Schiff. Okay, da scheint wohl der Dock hinter der Wand zu sein. Das heißt, die Tür müsste dahin führen. Und da drüben haben wir auch noch eine Tür. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal hier lang. Hier ist noch was zu hören. Moment. Aha, wir haben weitere Schlüpflinge wohl gefunden. Das sind gleich zwei, so wie das aussieht. Oh, kümmern wir uns um die. Oh, müssen wir ja keine Munition dran verschießen. Machen wir das einfach mit einem starken Schlag hier aus der Hüfte sozusagen. So, ein bisschen Fleisch.
Und dann haben wir wohl erstmal unsere Ruhe hier. So, hier haben wir noch eine Metallkiste mit einem weiteren Pümpel. Ein Koffer mit zwei Haarklammern, einer Kochpfanne und einem sauberen schwarzen Anzug. Sehr schön, wird eingesteckt. Oh, hier ist so ein Schachbrett, Blastradius, Brettspiel, Buffout. Oh, je, wenn ich mir das anschaue. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, können wir gleich wieder zurück nach Country Crossing und das ganze Zeug abliefern. Oh, hier sind auch noch Bowlingkegel. Die lohnen sich eigentlich. Nehmen wir die mal mit. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel wird. Aha, Moment. Was war da gerade zu hören? Ein zufriedener Murky ist ein glücklicher Murky oder wie war das? Mal sehen. Okay, also definitiv eine Tonbandansage, würde ich mal sagen. Hier ist noch ein Zeiko, da unten haben wir noch einen Flaschenkürbis. Mal sehen, ob die Tonbandansage nochmal kommt. Oh, da scheint ja auch noch eine Tür zu sein. Okay. Ja, jetzt wieder die Ansage. Denkt immer dran, Rory liebt seine kleinen Murkys. Okay, Rory liebt seine kleinen Murkys. Das heißt, irgendjemand hat ja Meyerlurks gezüchtet, habe ich das Gefühl, so klingt das jedenfalls. So, wir machen erstmal die Tür auf und gucken uns mal um. Oh, wir haben wohl einen Meyerlurk-Jäger, wenn ich das richtig sehe da drüben. Ja, okay, das ist nicht schön. Jo, dann würde ich mal sagen, versuchen wir dem mal erstmal, ich glaube, der hat uns schon gesehen. Doch, er hat uns schon gesehen. Okay, dann sollten wir vielleicht mal die 10 mm rausholen. Und den mal erledigen. Oh, der macht aber ordentlich Schaden. Wir ziehen uns mal kurz zurück und gehen mal ganz kurz in den Pip-Boy. Das heißt, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen um uns kümmern. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, glaube ich, nochmal hier einmal Yaogai-Rippchen nehmen mit einer Schadensresistenz. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen was für unser HP tun. Da haben wir jetzt gerade ganz schön viel verloren. Das hat mir nie gefallen. So, was haben wir denn hier noch? Ein Ribeye-Steak. Nee, wir sollten mal gucken, ob wir noch einen Buff finden. Was haben wir denn noch nicht dabei? Rat-Scorpion-Steak werden wir hier wohl nicht brauchen. Mutantenhunde-Coin brauchen wir auch gerade nicht unbedingt. Meyerlurk-Eier-Omelette gibt uns ein paar AP, die brauchen wir auch gerade nicht. Maulwurfsratten haben, ja gut, dann haben wir ein paar AP mehr, das ist ganz gut. Dann haben wir noch knusprige Eichhörnchenbissen. Gut, dann sind wir sind aber schon voll, dann brauchen wir das nicht. So. Aber dann kümmern wir uns mal um den Meyerlurk-Jäger hier. Wo ist er? Da ist er direkt neben uns. Wir nehmen mal den Watz zu Hilfe und versuchen, dem mal auf den Kopf zu treffen. Wo haben wir denn den Kopf hier? Aha. Linke Klaue, kein Kopf zu sehen hier. Panzer, Torso, linke Klaue, rechte Klaue. Der hat keinen Kopf, oder was? Da ist der Kopf. So, versuchen wir, den mal zu treffen. Oh, da machen wir aber kaum Schaden dran. Das ist ja nicht gut hier. Dann ziehen wir uns mal zurück. Wir haben ja auch noch die Kampflinte, aber die ist jetzt, glaube ich, nicht belegt. Wir hatten ja die andere Dogmeat gegeben. Das sollten wir mal ganz kurz umlegen. So, schauen wir mal, wo ist das Kampfgewehr? Da ist es. Ja, das haben wir jetzt auf eine andere Taste gepackt. Das liegt jetzt hier ungünstigerweise. Oh Gott, wo liegt denn das jetzt hier? Ist auch egal. Wir legen es mal auf die 6. So, dann können wir das erstmal ausrüsten und das mal damit versuchen. Dann haben wir auf jeden Fall ordentlich Munition. Mal sehen. So, versuchen wir das mal damit und den wieder am Kopf zu treffen. Ah, das sieht ganz gut aus. Der ist auf jeden Fall eine kleine Herausforderung hier. Und da ist auch schon erledigt. Oh, jetzt war es mal runtergefallen. Na, großartig. Und wir müssen uns nochmal um unser HP kümmern. Oh, der hat ordentlich Schaden gemacht. Aber ist sicher ganz gut ausgegangen. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Gebackene Blähfliege, das klingt doch gut. Dann haben wir auch noch ein bisschen Strahlungswiderstand. Und noch eine gegrillte Radkakerlake. Das ist, glaube ich, für den Moment ganz gut. So, schauen wir mal ganz kurz. Nein, wir sind noch nicht ganz voll. Na gut, das soll uns mal nicht stören. Obwohl, dann könnten wir auch eigentlich noch mal eine Mutantenhundekeule nehmen. Dann tun wir was für unser HP zum einen. Und zum anderen werden wir das bisschen Verstrahlung noch los, was wir haben. Oh, glaube, das ist ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. So, dann können wir uns hier wo weiter umschauen. Wir nehmen mal ganz kurz das Watz zur Hilfe. Hier ist erstmal nichts weiter zu sehen. Gut, so, jetzt haben wir hier erstmal einen Werkstattbereich, so wie das aussieht. Und wir haben tatsächlich auch offensichtlich das Trockendock gefunden. Ah, wie schon durch die Wand zu sehen, hier war hier irgendein, ja, ein Schlepper eigentlich. Oh, gut, okay. Oh, da oben liegt ja noch einer. Aha. Ich glaube, da kommt man hin. Mal sehen, ob sich das lohnt, wenn wir das machen. Ich glaube, man kommt hier bei dem Rohr da hinten hin. Ja, das versuchen wir mal. Bin zwar kein Freund von solchen Lara Croft-Geschichten, aber na, das geht doch hier ohne Probleme. Mal schauen. Aha, tatsächlich. Okay, das ist allerdings interessant, wie der hier schwebt. Okay, wie der das macht, weiß ich nicht. Also, das ist ein magisches Skelett auf jeden Fall. Hm. Oder, weiß ich nicht. Ja, vielleicht ist er doch ein Zauberer. Also, so ein Magier, der sich da irgendwie eine unsichtbare
Konstruktion gebaut hat. Egal. Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Kronkorkenvorrat und einen Seesack mit 7 Schrotpatronen. Die Kampfflinte und die Impulsmine dürfen mal da bleiben. So, obwohl die Impulsmine wiegt, glaube ich nicht. Dann können wir sie eigentlich mitnehmen. Wir schauen mal ganz kurz. Ja, die wiegt ein halbes Pfund. Aber bringt aber 100 Kronkorken. Dann sollten wir sie, glaube ich, nicht da lassen. Dann nehmen wir sie mal mit. So, eingesteckt. So, dann können wir uns hier erstmal weiter umschauen. So, da vorne geht es wohl auf das Boot, beziehungsweise auf den Schlepper. So, jetzt waren wir aber hier erstmal stehen geblieben. Hier hatten wir den Werkstattbereich, sehr schön. So, hier haben wir erstmal eine Erste-Hilfe-Box mit Redaway, aufbereitetem Wasser und Blutpaket, sehr schön. Eine Munitionskiste mit 36 10mm Patronen, das ist sehr schön. Oh, wenn wir den ganzen Schrott hier mal einsammeln. Mal gucken, haben wir auch eine Werkbank? Nee, leider nicht, das ist schade. Na gut, okay. So muss ich vorsichtig sein, aber wir haben ja eigentlich wieder für Platz im Inventar gesorgt. Da waren wir beim letzten Mal doch relativ erfolgreich, würde ich sagen. Und wir haben ja auch Dogmeat dabei, also gar kein Problem. So, dann packen wir noch die Schraubenschlüssel ein, dann haben wir auf jeden Fall genug Stahl. So, gucken wir uns mal um. Da kommen wir wohl auch auf das Schiff und hier kommen wir runter. Ach stimmt, da können wir noch den Meyerlurk-Jäger looten. Ah, wir bleiben erstmal oben, bevor wir da runtergehen, würde ich sagen. Gucken uns mal um. Oh, hier gibt es Zementsäcke. Na, das ist ja interessant. Ja, uns hat ja immer Beton gefehlt. Na, das hätten wir mal wissen sollen, als wir das erste Mal nach Beton gesucht haben hier. Gut, dann würde ich sagen, stecken wir die mal ein. Mal sehen, wie viel wir mitnehmen können. Okay, scheinen weitere zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, war großartig. Ich staune. Wollte gerade sagen, wir sind noch nicht direkt überladen. Wir stecken mal den Rest auch noch ein und geben dann... Ja, das Zeug mal Dogmeat. Was haben wir hier noch für eine Tür? Hier geht's raus ins Commonwealth. Ach, das muss die Tür sein, die wir draußen schon hatten. Okay. So, jetzt haben wir hier erstmal einen Werkzeugkasten mit Klebeband. Und hier ist im Hintergrund was zu hören. Das finde ich gar nicht gut. Da oben haben wir noch einen Meyerlurk-Schlüpfling. Das ist das, was im Hintergrund zu hören ist scheinbar. Okay. Gut, dann wissen wir das. So, dann würde ich jetzt sagen, wir müssen aber erstmal Dogmeat unser Zeug geben. So, dann werden wir aber ihm mal die Zementsäcke geben. Oh, das, was wir gerade eingesammelt haben, beziehungsweise alles, was wir jetzt gerade einsammeln. Ach, wir haben die Mods noch ja nicht ausgelagert. Okay, gut, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Also denn, ja, dann werden wir auf jeden Fall, glaube ich, bevor wir uns in Richtung Taffington Bootshaus aufmachen, wohl nochmal rüber müssen. Ja, nach Country Crossing. So, packen wir eben erstmal hier alles ins Inventar. Mal sehen, wie viel er tragen kann. Wir haben 11 Zementsäcke und jeweils, oh Gott, wiegen jeweils 8 Pfund. Das heißt, das sind alleine 88 Pfund. Oh Gott, und Dogmeat ist schon voll. Ja, das ist nicht gut. Okay, ja, dann ist das vielleicht das Beste, wir gehen dann direkt hier nach, nochmal kurz rüber nach Country Crossing. So, jetzt hatten wir da einen Meyerlurk-Schlüpfling gesehen. Das heißt, ja, wir schauen uns hier ganz in Ruhe auf dem Boot um. Hier haben wir noch einen Rettungsring, so wie der aussieht. Da ist auf jeden Fall Holz drin und hier ist irgendwas zu hören. Von oben. Und hier liegt was auf dem Tisch. Davon lassen wir uns... Moment. Ich glaube, wir sollten uns erstmal um die kümmern, bevor wir uns hier unten umschauen. Da lag auf jeden Fall was auf dem Tisch. Und da kommt ein Meyerlurk-Schlüpfling. Und da ist er auch schon erledigt. Und wir scheinen einen weiteren zu haben. Genau. Der kommt aber gerade nie runter. Der haut gerade ab. Ich möchte also auch keine Munition für den verschießen. Das muss ja nicht sein. So, und er hat uns ein kleines bisschen verstrahlt. Aber das ist nicht schlimm. Haben wir ja was gegen getan. So, hier oben haben wir wohl... Ja, die Brücke gefunden, da gab es aber wohl keine Steuereinrichtung mehr und wir haben einen Koffer mit Maddox-T-Shirt und Hose. Okay, da drüben ist ein Terminal, das ist interessant. Rory's Terminal, da können wir vielleicht die Ansage abschalten. Das wäre auf jeden Fall was. So, hier haben wir, glaube ich, erstmal alles, dann schauen wir uns mal Rory's Terminal an. Irish Pride Shiftware Besitzer Rory Rickwell. Friede, Freude, Meyerlurks. Oha. Zuchtnotizen. Oha, die hat hier er oder sie, Rory, klingt eher nach einer männlichen Stimme, hat hier wohl Meyerlurks gezüchtet. Na, großartig. Gut, dann gucken wir uns mal die Zuchtnotizen an. Faszinierend, wie sich die Kolonie seit den ersten verwaisten Schlüpflingen entwickelt hat. Ich hatte solche Angst, dass die Meyerlurks nicht überleben würden. Aber sie haben genau das Gegenteil gemacht und sind prächtig gediehen. Ich glaube ja, das liegt an meiner positiven Energie und Liebe. Okay. Nächster Eintrag. Fütterungsnotizen. Meine kleinen Murkies sind immer so hungrig. Ich darf nicht vergessen, ihnen das Futter zuzuwerfen, da sie mich neulich fast schon wieder gezwickt haben. Die armen Dinger wissen gar nicht, was sie tun. Oha. Ich glaube, Rory weiß nicht so wirklich, was er tut. Dann haben wir hier als nächsten Eintrag Sicherheitsnotizen.
Ich habe beschlossen, meine Truhe mit Wertgegenständen im Meierlöcknest unter dem Schiff aufzubewahren. Allerdings muss ich vorsichtiger sein. Neulich haben sich trotz meiner Warnung böse Leute reingeschlichen und meine Murkys haben was Schreckliches getan. Ich bin froh, dass keines meiner Tierchen verletzt wurde. Aber es war furchterregend zu sehen, wie sie so beiläufig töten. Ich muss sie noch besser abrichten. Oha, okay, das ist interessant. Okay, er hat sie also auch als quasi Wachtiere eingesetzt. So, und dann haben wir hier noch einen Eintrag Ankündigungssystem. Nur positive Botschaften für meine Meierlurks. Durchsagen einschalten und ausschalten. Okay, dann können wir die Durchsagen jetzt mal abschalten. Sehr schön, darauf hatte ich gehofft. Großartig, das hört erstmal auf hier im Hintergrund. Und dann können wir uns hier jetzt in Ruhe umschauen. So, jetzt hatten wir noch das untere Deck sozusagen. Dann schauen wir uns da mal um. Ich glaube, die Rettungslinien können wir da. Hier ist noch was zu hören. Ich denke, wir werden unten noch auf weitere Meierlurks treffen. Die wird er wohl da unten gezüchtet haben. Na, mal schauen. So, jetzt wollten wir uns aber, wie gesagt, hier unten umschauen. Ich hatte hier schon nämlich weit liegen sehen. Genau, hier haben wir ein Sammelheft, so wie es aussieht. Taboo-Tattoos. Perfekt. Du hast eine Ausgabe von Taboo-Tattoos gefunden. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Sehr schön, nehmen wir die mal mit. Großartig. So, dann haben wir hier noch ein paar Teller. Oh, ich glaube, das müssen wir jetzt aber nicht mit dem. Hier haben wir noch einen Kronkorken und eine Zahnbürste. Das können wir mal einstecken. Oh. Gut, dann haben wir nur noch leere Flaschen und Teller. Gut, okay, das waren wohl schon. Da war wohl jetzt hier das Sammelheft noch das Interessanteste. Gut, dann hätten wir das erstmal. Ich glaube, hier sind wir auf dem Boot erst einmal fertig und können erstmal runtergehen. Dann müssen wir wohl ins Dock gehen. Und da war ja eben auch von einer Truhe die Rede. Aha, da unten ist auf jeden Fall ein Meierlurk zu sehen. Und da unten scheint tatsächlich eine Truhe zu sein. Na, großartig. Gleich gefunden. Da müssen wir wohl da unten hin. Gut, dann werden wir das mal machen. Wir wollen uns ja sowieso den Meierlurk-Jäger anschauen. Schauen wir mal, wie wir da jetzt mit denen klarkommen. Ich würde sagen, wir nehmen wieder die Kampflinte in den Anschlag und ducken uns mal. Mal sehen, ob wir vielleicht ein bisschen was mit den Granaten ausrichten können. Hier haben wir auf jeden Fall Meierlurk-Eier, so wie es aussieht. Ach, das war, was wir in der Toilette gesehen haben. Das waren Meierlurk-Eier aufgeplatzte. Aha, okay, alles klar. Gut, so, jetzt schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwas entdecken können mit dem Watz. Ach, hier direkt vor uns. Steckt im Boden, hat sich eingegraben. Na, großartig. Ich würde mal sagen, wir öffnen einfach mal mit einer Granate. Mal sehen. So, die liegt, glaube ich, ganz gut. Oh, da kommt der Meier. Oh, der hat ja keinen Schaden genommen. Oh, die Kampflinte ist recht effektiv. Sehr schön. Und, oh, da kommt noch einer. Ja, die Kampflinte macht sich gerade sehr gut. Hervorragend. Sehr schön, gut. Gut, dass wir die gefunden haben. So, der Meierlurk-Jäger hat aber leider nichts weiter dabei als Meierlurk-Fleisch. Das ist ein bisschen schade. Ich staune gerade, dass wir uns hier nicht verstrahlen hier unten. Na nun, gut. So, hier haben wir noch mehr Meierlurk-Fleisch. Großartig. Ja, schön. Und die Fässer scheinen auch nicht zu strahlen. Mal schauen, ob wir das Watz noch... Nee, das Watz sagt auch nichts. Oha. Aber hier unten haben wir Totenschädel. Uiuiui. Oder einen zumindest. Okay, na gut, wer weiß, was der ihn gefüttert hat. Na gut, wir hatten von Eindringlingen gehört. Na, vielleicht sind ein paar Raider hier aufgetaucht. Dann wäre das nicht ganz so schlimm gewesen. Und hier ist irgendwas jetzt gerade in die Luft geflogen. Das finde ich nicht gut. Oh, wir haben, glaube ich, einen weiteren Meierlurk. Genau, einen Weichschalen-Meierlurk. Mal sehen, ob wir den ordentlich eben verpassen können. Jetzt hat er sich gerade umgedreht. Und ich glaube, wir schießen da irgendwie eine unsichtbare Wand. Und da ist er schon erledigt. Oh, noch ein Meierlurk-Messerklaue. Machen wir das mal mit dem Watz hier ganz kurz. Oh, die haben wir schon ordentlich am Kopf erwischt. Die dreht uns auch gerade den Kopf ordentlich zu. Sehr schön. Okay, also gegen die 45er Munition scheint die extrem anfällig zu sein. Und da hat wieder unsere Legendary Rüstung zugeschlagen. Jetzt dreht die uns aber gerade den Panzer hier zu. Das ist natürlich weniger gut. Aber ich glaube, hier geht das ganz gut. So, hier erstmal auf dem Rücken. Und da ist auch schon erledigt. Ja, kein Problem hier. Meierlurk-Fleisch dabei, ein bisschen Dinnerteller, das ist großartig. Und dann, wo ist jetzt der andere gestorben? Der muss hier vorne gestorben sein. Nö, weg. Und hier sind immer noch Tippelschritte zu hören. Das heißt, wir haben immer noch weitere Meierlurks hier offensichtlich. So, die Messerklaue hat erstmal drei Kronkorken dabei und Meierlurk-Fleisch. Und hier auch nochmal fünf Kronkorken und Meierlurk-Fleisch. Und wir haben, ach, wir haben auf jeden Fall wieder... oh, ich glaube, wir nehmen mal... Oh je, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Meierlurk-Schlüpflinge hier. Kümmern wir uns mal um die. Machen keinen Schaden, sind aber ein bisschen lästig hier, die kleinen Tierchen. So, da möchte ich aber keine Munition dran verschießen. So, der ist eingefroren und der ist erledigt. Sehr schön, ich glaube, wir haben es.
Oh, jetzt ist wieder Ruhe. Okay, das war auf jeden Fall zu hören. So, dann nehmen wir mal das Meyerlurk-Fleisch von denen noch mit. So viel Zeit muss sein. Oh, der zappelt hier noch. Ich glaube, den haben wir nicht richtig erwischt. Oh, ein bisschen Wasser getrunken hier. Das war ja nicht beabsichtigt. War ein bisschen schwer zu treffen, wenn die sich bewegen. Oh, allzu groß sind ja die Kleinen hier auch bloß nicht. Sehr schön. So. Ja, mich wundert ja, dass wir in den Bootsrumpf nicht gekommen sind. Man müsste doch auch irgendwie unter Deck kommen. Da sollten wir vielleicht nochmal nachschauen gehen. Und hier können wir noch Meyerlurk-Eier einsammeln. Das ist natürlich sehr nett. Da kann man noch was Nettes kochen. Gut, so, da ist noch ein weiteres Meyerlurk-Ei. Sehr schön. Und da oben ist die Kiste, die wir gesucht haben. Sehr schön, bis wir sie gesehen haben. 21 Kronkorken drin, 3 Schrotpatronen. Was haben wir noch? Eine bleiverkleidete, umgürtete Lederrüstung. Die ist leider schlechter als das, was wir haben. Können wir da lassen. Und eine mit Leuchtvisier versehene leichte Kampflinte. Auch mit Schrot. Nee, die können wir da lassen. Die ist, glaube ich, ähnlich zu unserer. Okay. So. Oh, und hier rechts scheint jemand zu liegen. Ah, das muss dann der Rory sein. Okay, gucken wir uns den mal an. Oh, blonder, hübscher Kerl hier. Gut, der hat den Irish Breitwerft-Schlüssel dabei. Okay, der hat wohl seine Truhe versucht. Ja, gut, davon war ja zu lesen. Ja, genau, der hat wahrscheinlich seine Truhe hier zu befüllen und ist dann wahrscheinlich von seinen eigenen Meyerlurks angegangen worden, von seinem Zucht. Von seinem Zuchtexperiment hier. Na gut, Pech gehabt, würde ich sagen. So, wir nehmen uns erstmal den Irish Pride-Schlüssel mit. Damit kriegen wir wahrscheinlich die Hintertür auf, denke ich mal. Dann haben wir noch 2 Kronkorken, 10mm Patronen, Leguan am Stiel, eine 10mm Pistole und eine leichte Kleidung. Die sieht eigentlich ganz nett aus. Ich würde sagen, die nehmen wir uns mal mit. So, ist er ausgezogen, er braucht die sowieso nicht mehr. So, haben wir hier noch was anderes. Sieht nicht so aus. Doch, da vorne scheinen noch ein paar Eier zu sein. Gucken wir mal. Dass wir uns die auch noch mitnehmen. Ich denke mal, hier werden aber noch ein paar Eier platzen jetzt gleich. So, ja, natürlich. Oh, da ist der nächste. Und dann noch einer. Und dann haben wir wohl... Nee, da ist noch ein weiterer. Irgendwo. Im Wasser irgendwie. Okay, Doc, mit hat's erledigt. Sehr schön. So, und dann können wir hier noch das Meyerlurk-Fleisch mitnehmen. Sehr schön. So, und die restlichen Eier natürlich. Und wir trinken noch mal ein bisschen Wasser. Das verstrahlte hier. Naja, egal. So, dann Meyerlurk-Ei mitgenommen, Meyerlurk-Ei mitgenommen. Und wir werden noch mal ganz kurz oben auf dem Boot schauen. Aber ich glaube, wir haben nichts übersehen, beziehungsweise auf dem Schlepper hier. Denn, ja, wir sollten eigentlich hier noch einen Zugang nach unten finden. Hier ist definitiv keiner. Wir waren da unten drin. Nee, da gibt es also keinen Zugang. Oh, gut, dann ist das halt Hohlraum zum Schwimmen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Den Schlüssel, den wir gefunden haben, der müsste hier zu der Tür passen. Ganz genau. Dann können wir die Tür aufsperren. Das ist sehr schön. Und wir können rausgehen. Sehr schön, sind wir wieder draußen. Und ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, dass Country Crossing so dicht hier in der Nähe ist und gehen nochmal zurück. Wir haben ja jetzt Dogmeat unheimlich viel gegeben. Und ich möchte den Weg ungerne fortsetzen, wenn er so voll beladen ist. Also wenn wir uns vorüber, hier wird geschossen im Hintergrund. Können wir irgendwas entdecken? Ja, da hinten sind Supermutanten. Du bist also einer erstmal. Okay. Wo haben wir ihn denn? Da drüben auf dem Hügel. Sehen, ob wir den erwischen können. Ja, leider nicht. Okay, dann sollten wir vielleicht uns darum noch kurz kümmern. Läuft hier gerade weg. Also würde ich sagen, mal hinterher. Also kann ja nicht sein, dass hier Supermutanten rumlaufen. Da ist er. Oh, wir stehen jetzt hier nur ein bisschen exponiert. Das finde ich gar nicht gut. Und wir werden hier ordentlich beschossen von der Seite. Okay, da kommt noch einer. Gut, nehmen wir mal die 10mm, der geht ein bisschen schneller. Oh, der ist erledigt. Und der zweite. Wir machen Rest mit dem Watz hier auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir ihn jetzt ausschalten können. Ein Treffer müsste ja eigentlich reichen. Nee, nicht, tatsächlich nicht. Jetzt hat er sich immer in Deckung begeben. Das finde ich gar nicht gut hier. Ah, da ist ja noch einer von der Sorte. So, das war ein schöner Kopftreffer. Und dann sollte auch gleich erledigt sein. So, und da ist der andere. Sehr schön. Die Sache hier mit den 3 Supermutanten. Großartig. So, da haben wir nochmal 45er Patronen, 38er Patronen, eine Planke, ein Schienbein, ein Impro-Gewehr und noch ein Impro-Gewehr. Was macht der denn mit 2 Impro-Gewehren? So, der hat hier 38er Patronen und etwas Brahminfleisch. Das nehmen wir mit, der Rest darf da bleiben. Und jetzt war hier irgendwo noch ein dritter gestorben. Und ob wir den finden können, nach vorne liegt da. Sehr schön. So, der hat noch 2 Kronkorken dabei und eine Planke. Na gut, okay. Das ist jetzt nicht so spannend. So, jetzt hoffe ich, passiert uns nichts.
auf dem Rückweg nach Country Crossing. Oh, die Abernathy Farm wird angegriffen. Jetzt sollen wir bei der Verteidigung der Abernathy Farm helfen. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist natürlich, ja, oben die Farm in der Nähe von Sanctuary Hills. Das wäre ziemlich weit. Und ihr wisst ja, wir dürfen keine Schnellreisen benutzen. Also von daher, wir müssen uns mal darauf verlassen, dass unsere Verteidigungsanlagen, die wir aufgebaut haben, ihre Arbeit tun. Und die sich da ordentlich verteidigen. Ja, deswegen investiere ich so viel Zeit in die Siedlung. Auch, ne, so wie beim letzten Mal, dass da einfach, wenn wir weg sind, nichts passiert. Ich hoffe, das geht auch hier diesmal gut. Wir werden es rausfinden. So, denn ich denke nicht, dass wir das rechtzeitig dahin schaffen. So, wir sind auf jeden Fall erstmal an Country Crossing zurück. Das ist sehr gut. Dann werden wir erstmal mit Dogmeat ganz kurz mal sehen, hey, was er jetzt mitkommt. Komm hier rüber zur Werkbank und dann ihn mal kurz entladen. So viel Zeit muss sein. So, also mit ihm handeln und ihm das ganze Zeug abnehmen, was wir ihm jetzt drüben in der Irish Pride Werft ins Inventar gepackt haben, auf jeden Fall wieder abnehmen. Wir haben ja da auf jeden Fall einiges gefunden. Da waren die schweren Bowlingkegel dabei und auf jeden Fall die ganzen Zementsäcke. Auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Also mal schauen, da sind die Zementsäcke. Ein einzelner Zementsack hat schon mal 5 Beton. Das ist großartig. Wir wissen noch, wie wir hier eigentlich danach gesucht haben, als wir das erste Mal hier versucht haben, die Siedlung auszubauen. So, wir werden mal alle in die Werkstatt packen. Und wir schauen mal ganz kurz, ob wir noch etwas anderes reinpacken können. Wir haben noch eine Impulsmine. Die könnten wir eigentlich eher Dogmeat geben oder hier reinpacken. Lagern wir sie erstmal hier, dann sind wir sie auf jeden Fall erstmal los. Und dann haben wir hier noch eine Lederrüstung für den linken Arm. Die können wir noch ganz kurz drüben auf jeden Fall an der Rüstungswerkbank verwerten gehen. Dann können wir das nämlich auch noch darin packen. Machen wir das mal ganz kurz hier. So, hier mal kurz ans Herstellen und werden kurz die Lederrüstung verwerten. Kriegen wir in Leder raus, sehr schön. Haben wir das. Oh, können wir das auch schon wieder hinter uns lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier an die Werkstatt, packen nochmal den Schrott bzw. das Leder da rein. Und dann, ja, werden wir uns nochmal kurz ausruhen gehen auf jeden Fall und den Tag erstmal beenden. Hm. Wenn wir nochmal bis zum Morgen schlafen, jetzt ist es 7 Uhr abends. Das heißt, ich würde sagen, wir schlafen mal 12 Stunden. Oh, gucken wir mal, wie sich die Siedlung hier weiterentwickelt in der Zwischenzeit. Ja, und dann soll es für heute auch schon so gut wie gewesen sein. Dann werden wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder auf den Weg machen in Richtung des Tuffington Bootshauses. Da möchte ich ja, wie gesagt, gerne hin. Oh, jetzt haben wir uns erstmal ausgeruht und können ja frisch gestärkt in die Richtung starten. Da kommt auch wohl unser Siedler, den wir losgeschickt haben, auf die Versorgungsroute hier rüber zum Bootshaus. Das ist großartig, dass wir den jetzt ja nochmal sehen und vor allem jetzt mit seinem Pack-Brahmin. Sehr schön. Gut, ich glaube, das war ganz erfolgreich da drüben. Wir haben jetzt hier einiges an Rohstoffen gefunden. Wir können noch eins machen, bevor wir jetzt hier beenden. Wir haben ja auch einiges an Fleisch gefunden, auf jeden Fall. Ja, das ganze Meierlörgfleisch, das sollten wir mal ganz kurz verkochen. Dann können wir uns beim nächsten Mal, ja, wie gesagt, direkt auf den Weg in Richtung Westen machen. Ja, und dann nehmen wir noch kurz den Umweg über das quasi Tuffington Bootshaus. Da möchte ich auf jeden Fall kurz vorbeischauen. Ja. Und dann, ja, werden wir uns auch in Richtung Cambridge dann wieder aufmachen. In den, ja, kommenden Folgen, muss ich ja eher sagen. So, wir können ja noch einmal Leguan am Stiel machen. Sehr schön. Und das bringt uns ja ein bisschen was für unsere XP. Mal sehen, wie lange das noch dauert, bis wir da das nächste Level up haben. Hier können wir auch ein Ribeye Steak machen. Sehr schön. Und dann sind wir auch damit durch. Was anderes können wir wohl nicht machen. Großartig. Hätten wir das auch schon wieder erledigt. Und ja, dann soll es das für heute, wie gesagt, gewesen sein. Ich hoffe, euch hat unser Ausflug hier in die Irish Pride Werft gefallen. Da waren wir ja, denke ich, wirklich recht erfolgreich. Und dann geht es hier auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dem Weg in Richtung Tuffington Bootshaus bzw. in Richtung Westen weiter. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.